Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und wir haben in der letzten Aufnahme hier was gebaut und das sieht richtig schrecklich aus. Das kann man glaube ich nur so nennen. Denn schaut euch mal das gute Stück hier an, unser Pony, unser Stall. Das sieht absolut schäbig aus. Ich nenne es mal die Festung der Schäbigkeit. Und ich glaube, dass wir das einfach mal wegmachen sollten, weil irgendwie sieht das schon ordentlich behämmert aus, sage ich einfach mal so, um das mal klar auszudrücken. Jedenfalls, es gefällt mir überhaupt nicht. Und der Titel, die Festung der Schäbigkeit, die passt wirklich. Und unser Pony, außerdem auch, hat jetzt einen Namen. Er heißt jetzt nämlich Chris. Und Chris Stall, also der Stall von Chris, der wird nämlich jetzt ein Krater sein. Deshalb nenne ich ihn einfach mal Chris Krater. Oh. Ne, danke für den Kommentar, für den Namen. Chris. Jetzt haben wir einen Pony, der heißt nun Chris. Naja. Finde ich nicht schlecht. Ja. Besser als Overtime oder Pegasus, wie ich ihn vorher genannt habe. Naja, jedenfalls, Chris hat keinen Stall mehr. Und deshalb müssen wir uns hier auch was Neues einfallen lassen, weil das hier können wir auf jeden Fall nicht so lassen, weil das sieht einfach nur schrecklich aus. Auch unser Haus hier. Das ist ja eher, ja, wie nenne ich das mal? Ich glaube, das hat gar keine Bezeichnung verdient. Also das sieht so schrecklich aus, dass ich das nicht in Worte fassen kann. Ich weiß nicht, was für ein Teufel mich geritten hat, dass ich sowas gebaut habe. Aber ich habe schon eine neue Idee, was ich hier machen möchte. Habe auch ein bisschen ausprobiert und jetzt habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass ich meine Kreativität wieder erlangt habe. Ich hoffe es zumindest. Also ich möchte mich nicht loben oder irgendwie sowas, weil das hier kann man echt nicht loben. Das sieht echt sowas von... Und ich glaube, dass vielleicht auch mein Neues, was ich hier geplant habe, auch nicht so wirklich toll wird. Aber die Befürchtung besteht immer, deshalb, naja... Jedenfalls möchte ich hier gerne etwas hinzaubern. Etwas Gutes zaubern. Und nicht was Schäbiges hier. Ich möchte damit auch zufrieden sein. Und eigentlich sind wir ja nur hier, um Redstone zu finden. Ja, Schaf, du solltest mal ein bisschen weiter weggehen. Weil du könntest mir jetzt hier ordentlich auf die Nerven gehen. Und ich hoffe, dass du meinen Rat hörst. Und sonst müsste ich dich töten. Und ich glaube, das willst du auch nicht. Erstmal das Holz hier weg. Das ist erstmal das Wichtigste. Und das Pony müssen wir auch irgendwie... Ja, das sieht auch nicht so berauschend aus. Ich glaube, das können wir tatsächlich hier drin lassen. Wenn ich das mal so betrachte. Ich glaube, das geht schon. Dann hast du erstmal keinen Stall. Dann können wir uns erstmal mit dem Haus beschäftigen, mit dem Wichtigsten. Na, mein hohes Ross. Jetzt bist du frei. Aber nicht so ganz. Geh mal nach hinten. So. Husch, husch. Nämlich, jetzt basteln wir hier einfach mal Zaun hin. Warte, wo haben wir jetzt Zauntor? Und jetzt hat Chris einen Krater als Wohnung. Ja, das sieht einfach nur aus wie ein Krater. Also Chris Krater, also. Passt, glaube ich, auch. So ein Chris Krater mit C und K. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber er ist erstmal Chris. Und Chris hat einen Krater. Oh nein. Das müssen wir auch noch verändern. Aber es ist erstmal schon Anfang. Es ist ein Anfang und jetzt können wir auch direkt mal hier weitermachen. Nämlich, das ist eigentlich das Ultimum an Schäbigkeit. Ich glaube, schäbiger geht's gar nicht mehr. Deshalb einmal weg hiermit. Mit dem guten Holz. Ich möchte nämlich hier was anderes hinmachen, weil ich finde, das Holz hier nicht gut als Wand passt. Jedenfalls hier nicht bei so einem Berg. Wir sind ja in einem Berg. Ob man das überhaupt Berg nennen darf, ich weiß gar nicht so genau. Es ist eher so ein... Eine Wallhecke. Nein, keine Wallhecke. Aber sowas ähnliches. Und deshalb sollten wir mal überlegen, was wir am besten hier hinbasteln. Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee. Aber vorerst sollte ich, glaube ich, mal schlafen gehen. Und das hat sich so gereimt. Und ich spiele auf normal, das finde ich gut. Und neuerdings ist mir auch aufgefallen, es gibt einen Touchscreen-Modus. Der ist natürlich bei mir aus. Also, was schon bei Minecraft alles gibt, ist schon bemerkenswert. Jedenfalls, ich werde nicht mit Touchscreen spielen. Weil, ist bei mir nicht möglich. Sonst müsste ich ja irgendwie im Monitor reingreifen. Und manchmal möchte ich das auch gerne, wenn ich so ein paar, bei Facebook ein paar Kommentare lese. Zum Beispiel, ja, wo war das nochmal genau? Was überhaupt bei Facebook?
Ja, jedenfalls. Ja, manchmal möchte man ja einfach mal mit der Faust durch den Monitor durchschlagen, wenn man so das ein oder andere liest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel Beleidigung oder sowas. Gibt's mal öfters auf anderen Seiten so. Habe ich schon oft mal beobachtet. Und da möchte man eigentlich mal so bei anderen Meinungen zum Beispiel. Weiß man auch gar nicht, was für ein Teufel dem bitte schon jetzt geritten hat, sowas zu schreiben. Also manchmal frage ich mich echt mal, und da würde man ja am liebsten mal wirklich voll mit der Faust durch den Monitor durch und batsch und Leichenkamehameha hinterher. So sehe ich das. Nein, eigentlich nicht. Und natürlich war es eine Metapher hier und deshalb, naja. Aber manchmal ist das doch schon mal so ein kleiner Gedanke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Naja, auf jeden Fall bahnt sich hier, es sieht jetzt noch schäbiger aus als vorher, aber es bahnt sich so langsam mal was an. Ich glaube, wir müssen noch einen nach hinten, sonst passt das hier nicht. Warte, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 und wir brauchen, glaube ich, 2, um einmal nach unten zu gehen. Und das würde passen, dann würde das auch synchron aussehen. Und sowas finde ich auch wichtig hier bei Minecraft. Naja. So, dann einmal weg mit der guten Stube hier. Und mein Plan ist nämlich jetzt auch, wir wollen ja einerseits hier eine kleine Mine haben, also dass wir hier nach unten gehen und ein bisschen Redstone sammeln, damit wir auch wieder nach Hause finden. Vielleicht bleiben wir auch hier, wer weiß. Und hier hinten möchte ich gerne so eine kleine Wohnung haben, dass jedenfalls unser Bett da sein kann. Bisher ist es hier. Und ich glaube, das ist auch der Höhepunkt der Absurdigkeit, sage ich einfach mal so. Jedenfalls, so. Den Boden möchte ich nämlich sehr gerne aus Holz machen. Weil das finde ich gar nicht so schlecht. Warte, müssen wir das hier. Hier können wir am besten wieder eine Wand machen. Vorher hatten wir ja auch eine Wand. Das stimmt schon. Nur müssen wir überlegen, wie wir es dort am besten machen. Wir haben das ja vorerst so. Und mit dieser Länge oder diese Länge müssten wir nicht einhalten. Ja, bisher sieht aus wie ein Swimmingpool ohne Wasser, aber so langsam bahnt sich ja, wie gesagt, etwas an. Und meine Idee ist, tatsächlich hier, ja, eine Wand aus diesem Stein zu machen. Dafür bräuchten wir allerdings einen Ofen und vielleicht ein bisschen Kohle. Ja, das wäre sehr ratsam. Das würde ich auch sehr empfehlen. Ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht. Wollen wir denn Kohle? Kohle, hier haben wir Kohle. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hier gestalten. Hier können wir das auf jeden Fall erstmal so lassen. Das ist eine tolle Sache. Gut. Und hier, naja, müssen wir einmal nach vorne dringen. Das sollte eigentlich gar nicht so schwer sein. Und ich habe hier viel zu viel. Das ist schon wieder erstaunlich, was ich mir hier zusammenbastel. Also, so sieht mein Zimmer auch aus. Außerdem. Auf jeden Fall. So in der Art sieht's aus. Wenn man es mal so vergleicht mit der Unordnung und alles drum und dran, könnte das, glaube ich, schon hinkommen. Und ich glaube, ich mache das andersrum. Dass ich hier die Werkbank mache und dann die andere Seite machen wir dann halt den Ofen. Sill, dann haben wir den schon mal. Und wenn wir dann hier Kohle und dann 64 mal Pflasterstein reinsetzen, dann sollte hier mal was entstehen. Aber ich möchte das nicht komplett hier aus Stein machen. Ich glaube, das würde nicht so pralle aussehen, wenn ich das mal so formulieren darf. Dennoch, ja, ein bisschen Holz müssten wir reinbringen. Ein bisschen schon. Und ich glaube, wenn wir hier damit anfangen, würde das sogar ein gutes Ergebnis ergeben. Auch wenn der Satz jetzt ein bisschen komisch war. Ich glaube, es entspricht sogar tatsächlich der Wahrheit. So, einmal rüber hier. Und dann kommt da klassischerweise die Tür hin. Können wir das so lassen oder muss das auch so hochgestapelt sein? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn jetzt hier die Tür reinkommt. Und wenn wir hier. Oh, was geht hier hinab? Ich dachte gerade schon, hier ist irgendwas gespawnt, aber das hat mich wieder ein bisschen in die Verzweiflung getrieben. Nee, wenn wir dann tatsächlich hier solche Stäbe machen würden. Aber es ist mal so eine Zukunftsidee. Aber ich möchte diese Steine hier bitteschön auch nicht verschwenden. Deshalb sollte ich mir was überlegen.
Vielleicht wäre sogar tatsächlich lobenswert, wenn wir. Warte, erstmal hier so ein Dirt-Teil hier reinmachen, auf jeden Fall. Einfach hier einmal das ganze Holz nach oben ziehen. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen in der Bauphase, aber so soll es auch sein. Haben wir das hier ein bisschen nach oben gezogen. Sieht jetzt erstmal ein bisschen spektakulär. Ja, was heißt, ja, spektakulär klingt so gut. Er ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich gebe zu. Und ich hoffe, dass sich das nochmal ein bisschen ausbaut und wieder ein bisschen schöner wird. Das ist erstmal der Grundgedanke. Warte, wenn wir das. Das gleiche müssen wir auch auf der anderen Seite machen. Und am besten buddeln wir uns hier nach unten. Also, wir gehen hier mit der Mine nach unten. Hier wird der Anfang sein. Dann gehen wir einfach hier nach unten, damit das hier synchron aussieht und nicht asynchron. Asynchron mag ich ja nicht so gerne, wie der ein oder andere wahrscheinlich weiß. Naja, sieht das vorerst erstmal so aus und ich glaube, es sieht schon mal besser aus als vorher und ja, so ein kleiner Gedanke ist schon mal da. Das finde ich schon mal gut. Und unser Pony, der Chris, der freut sich, glaube ich, auch, ne? Nicht? Doch wohl. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sind schon am Ende angelangt. Und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme bzw. Folge wieder. Und bis dahin erstmal ciao.